So, sind wir in der neuen Folge und wir sind in der Basis angekommen. Wir haben den Mordrak gehabt, der einen Kommentar geschrieben hat, der diese Folge 5 in 5 ganz cool findet, und er hatte mir irgendwas von einem Auto gesprochen, welches, ja, wie soll man sagen, hier irgendwie größer ist, wo es einen Bohrer vorne hat, und dann kann man wohl mit in der Erde reinfahren. Ich habe das wahrscheinlich noch gar nicht gesehen oder sowas. Lass uns mal gucken, ob es das hier irgendwo gibt, oder? Großer Sensorring. Ist das das hier? Großer Rover. Der wird es wahrscheinlich sein. Und den können wir eigentlich auch freischalten. Dann machen wir das doch mal. Aktuell aussperren. Hängen wir da den Katalog. Okay, da gibt es noch eine Aufgabe, die wir dann wieder ein Stück weiter haben. Landeplattform gibt es da noch. Kleine Shuttle gibt es noch. Das mittlere Shuttle, das große Shuttle. Ja, das haben wir noch alles nicht, ne? So, jetzt ist der große Rover gefragt. Der wird wahrscheinlich dann irgendwo gebaut werden können, ne? Schauen wir mal hier rein. Da ist er. Zwei Exoschips, Aluminiumlegierung und Gummi. Exoschips haben wir, Aluminiumlegierung und Gummi fehlt uns jetzt noch. So, Gummi, organische Ressourcen und Harz brauchen wir dafür. Da sollte ja eigentlich dran dazu kommen sein, ne? Also das erste haben wir schon. Und wo ist der Harz? Ha, den haben wir wahrscheinlich hier im Lager nicht mehr, ne? Oder? Doch, da ist noch was. So, und jetzt fehlte uns noch Aluminiumlegierung. Ja, Aluminium und Kupfer. Aluminium. So, die Frage, ob wir hier Kupfer haben. So, und dann haben wir auch die Aluminiumlegierung. Das bedeutet, wir können den Rover bauen, oder? Ja, und dann fehlt uns wahrscheinlich noch ein Sitz oder sowas. Da müssen wir mal gucken, was wir da noch alles bauen müssen, dass wir den dann so benutzen können, ne? Und vorne geht irgendwie so ein Werkzeug dran, ne? Schauen wir mal. Portalkammer haben wir aktiviert, sehr schön. Die Handelsplattform haben wir doch hier, ne? Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Das müssten wir doch beenden können, die Aufgabe, oder? War doch hier, ne, oder? Schrott da rein und dann viermal Schrott, dann gibt einmal Lithium. Ist nur die Frage, wo wir Schrott haben, ne? Aha, das ist nicht genug Schrott, oder wie sehe ich das? Könnte sein, ne? Oh, der ist fertig. Packen wir den mal aus. So, jetzt kann ich den doch bestimmt hier nehmen und den da drauf bauen, oder? Jetzt kann ich den betreten. Fahren kann ich den aber nicht. Ach so, weil vielleicht da ein Dickens fehlt, ne? Sag schon, ein Generator. Ja, der macht jetzt Strom. Der ist ja butz alle, wa? Gut, das bedeutet, da kannst du den Generator gleich drinnen lassen. Dann müssen wir gucken, wie wir den besser ne? Mit Strom versorgen. Was haben wir hier noch dran? Giftan organisch. Äußerst raffinierter Biokraftstoff. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da noch rausmachen können. So. Ich würde sagen, wir haben das aber erstmal soweit. Und danke fürs Zuschauen. Guckt den nächsten Teil und bis zum nächsten Mal. Буха. Пришли спросить про засоби на цесту. Возьмеме их, а випаднеме отьялто. Ті засоби самі вельми брать не хцеть.
Červení ich určitě ukradli tým dědinčanům. Vesničané jsou mrtví. So, dann gehen wir mal weiter. So, wahrscheinlich das letzte hier. Ist hier noch was? Glaub nicht, oder? Zum Ausgangsbereich exportieren, nahelegen, sammle Stoff, sammle, finde Munition. Es gibt noch Munition hier. Und wo sind die drei Söldner? Da ist die Gewehrmunition, das ist doch nicht wahr, oder? Ja, dann haben wir die auch. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Jetzt wissen wir ja nur noch schön zu wissen, wo die drei Legionäre sind, ne? Also hier waren die, glaube ich, nicht, oder? Oder sind die bei uns beiden? Nein, ne? Warte mal, 1, 2, 3, ne, wir sind 4. Wieso sind wir eigentlich nur 4? Wir sind doch eigentlich 5. Tja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war's. Gehen wir ins Zielgebiet. Ich weiß nicht, wo die drei abgeblieben sind. Das ist auch nur eine Mission. So, jetzt sind alle da, oder? Wirklich verlassen, ja. Ist sie jetzt gestorben oder nicht? Sie ist gestorben, ne? Also ich kann drei Medaillen vergeben, nur von 5. Ja, der hat die LKWs, der hat's verdient. Und er hier? Das war der MG-Schütze auf der Brücke. Tja, der Kundschafter machen wir jetzt auch noch und dann bestätigen. Befördert. Weiter. Haben wir alles eigentlich abgeschafft, ne? Geschafft, ne? Ja, bis auf die drei. Das war irgendwie auch nicht so richtig, ne? Und die drei. Das Eliminieren habe ich auch nicht geschafft. Oh, geil. Naja. Ja, das können wir dann wieder lesen, wenn es zum Anhalten geht, ne? Neue Leute haben sich uns angeschlossen, okay. Drei Leute, okay. Magdalena Zamecki.
Unser Sanitäter ist gestorben. War eine Ärztin. Richtig ärgerlich. Auf die Toten trinken oder Trauermahl abhalten. Getränke minus 3 und hier wird auch noch gegessen. Wie sieht's denn mit dem Essen aus? Auf die Toten trinken. Okay, der hat jetzt hier irgendwie sowas Besonderes gekriegt, dann toll. Gut. Abfahren, nee. Wir machen erst hier wieder einen Cut. Lass das erstmal bauen und dann überlegen wir, ob wir hier auch so eine Stelle machen. Ist schon fertig. So, das bedeutet, wir machen jetzt den Weg hier lang. Sieht erstmal alles gut aus, oder? Was ist jetzt hier passiert? Achso, das ist noch nicht ganz fertig. Dürre bevorstehend in 3 Tagen. Okay, wir haben hier ein bisschen Wasser drin. Und da ein bisschen Wasser drin. Das ist schon mal gut. Wie sieht es hier aus? Nasses Fell haben wir jetzt hier auch schon mal mit 2 von 18. Das klappt doch, oder? Karotten, Sonnenblumenkerne sind wir auch schon am Pflanzen. Dann sind wir mit der zweiten auch unterwegs. Ja, sieht erstmal gut aus hier. Hier ist voll, ne, 8. Aber die Dürre sollte nicht das Problem sein. Ich bin gespannt, ob hier Wasser stehen bleibt oder nicht. Kein Feuer. Wie sieht es denn aus mit Vorräten? Wir haben nur 47 Möhren, das ist ein bisschen knapp. Aber 200 Beeren, da werden wir hinkommen. 30 Wasser, 90 Wasser, hier nochmal so viel. Schauen wir mal, ob das was wird. Hier könnte natürlich ein bisschen Wasser mehr drin sein, da ist nur 1 Liter drin, aber er bringt gerade was. Okay, vielleicht kriegen wir es noch voll. Ja, warum hier nicht produziert wird, das Wässerrad, da steht irgendwie wohl schlechter drin, ne? Weiß ich auch nicht, ob ich das anders bauen muss. Ich setze mal da oben noch einen Trog hin. Ah ne, das waren Ressourcen, ne? Wo sind denn jetzt hier die Ressourcen? Da. Vielleicht baut das noch einer, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Wasser rein, weil das würde vielleicht Sinn machen, ne? Machen wir mal so, dass wir ein paar mehr Betten haben. Ein Tag noch, dann kommt die Dürre. Da muss Wasser rein und hier unten können wir auch. Da ist schon Wasser drin, okay. Also hier wollen wir dann noch Beeren rein haben. Kann ich hier noch ein Sägewerk mehr machen? Mal den Weg. Dann können die da rein und dann Antriebsaggregat. Gucken, ob das gebaut werden kann. Weil dann reiße ich das hier ab, das bringt es ja irgendwie nicht. Hier können wir mal eine Treppe bauen. Und dann kann man das hier bauen, ne? Dann kriegen wir hier eine komplette 2. Etage hin. Passt. Wenn wir dann Holz hätten. Dürre hat begonnen. Mal sehen, wie weit unser Damm das Wasser zurückhält. Und wie weit bleibt das hier grün. Da, jetzt hört es weg. Jetzt ist es weg. Und wir haben das hier über an Wasser. Okay, hier sind noch nicht weggetrocknet. Dann bin ich gespannt.
Ja, hallo. Wir sind hier am Boot. Die Spuren des Seefahrervolks ist unsere nächste Aufgabe, 70 Meter in die Tiefe. Ich weiß aber gerade nicht, iDiver war die App, die wir letztes Mal dazu gekriegt haben. Wo ist sie denn jetzt? Weapon, da ist sie. Wie tief wir tauchen können. Kann ich das hier sehen? Hier kriege ich Sauerstoff. Der Taucheranzug ist 80 Meter. Wir haben 80 Meter gekriegt, das heißt, wir müssten also dahin können. Gut, das bedeutet jetzt, ja, wollen wir mal losgehen, oder? Ausrüstung haben wir jetzt. Das ist der Speer. Aber wir gucken mal trotzdem hier noch. Giftharpunenspitze ist vielleicht besser. Okay, Red Sniper. Okay, das ist ja schön. Da freute sich gerade einer, ne? Kann das sein? Holz. Wir brauchen jetzt aber mal langsam Sauerstoff, glaube ich, oder? Und da unten ist ein Böser, da oben auch. Da ist Munition. Hier könnte Sauerstoff sein, ne? Ah, ne, das ist dieser Booster. Ich glaube, da unten ist Sauerstoff, den brauchen wir jetzt. Und wieder voll. Was ist das? Silberne Schüssel, okay. 20 Meter können wir noch tiefer. Hier ist auch noch irgendwie was. Oh Dave, ich glaube, das ist es. Kommen Sie jetzt zum Boot zurück, ich warte auf dich. Was ist das? Okay, da hinten ist ein Tintenfisch, keine Ahnung, oder kein blassen Schimmer, was es ist. Auf jeden Fall hat er Fangarme, ne? Was da gerade? Muss sofort zurück zum Boot. Muss ich oder kann ich noch ein bisschen gucken? Kritische Tiefe, aber wir haben jetzt erstmal genug Sauerstoff. Aber wir müssen noch ein paar Fische fangen, glaube ich, ne? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist vielleicht nicht so gut. Ich glaube, der ist aufmerksam. Und ne, jetzt hat er mich aus dem Visier genommen. Heute. Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Kann ich hier was abbauen? Ja. Wenn du dein Gewichtslimit überschreitest, wirst du langsam. Wenn du es noch stärker überschreitest, wirst du weiteres tragen können. Drücke Escape zum Organisieren. Okay, wir sind zu schwer, das heißt, wir gehen raus. So. Ja, wir haben es noch oben geholt. Scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Fast so, als wäre bis zu kurzem irgendwas gleich geworden. Sehr interessant. Das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut, Dave. Lass uns weiter zusammenarbeiten und die Geheimnisse der Seefolks wieder zu lüften. Was? Ich dachte, ich würde dir nur einmal helfen müssen. Boah, selbstredend genug gesagt. Setz unser Restaurant einfach ganz oben auf die Liste der Partner. Das wird nicht schwer sein. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dieser Sache. Wir bleiben in Kontakt. So, Gold 300, Olivenöl 5, Kurkuma 5 haben wir gekriegt. Auftrag Abrüstungsspur des Seevolkes. Pfeil haben wir einen, da brauchen wir aber zwei für. Okay, das ist eine Blaupausentechnik dann. Tour 4, 21 Grad, Montag der 3.10. Regenwetter. Zeit 11 haben wir da, wir haben 8,30, 89 Meter tief, das ist das Beste.
gefunden, haben wir 9 Sachen gefangen, haben wir 11 Sachen. Picasso Drückerfisch war das meiste. Größte. Ja, das ist neu. 18, 2 und 2. Ja, sind wir den Songs auf Süß. Wollen wir mal schauen, was wir hier so machen können, ne? Ja, wir hatten letztes Mal Tempel gebaut, die auch schon fertig sind. Aber hier ist noch was weiteres zu bauen. Das ist noch nicht fertig. Was fehlt denn hier? Dämmung, Materialien. Okay, uns fehlt wohl Holz, oder wie sehe ich das? Handwerk, Zimmermann. Holzfäller. Haben wir einen Holzfäller? Thron. Lagerhaus. Schrein. Zimmermann. Baumeister. Etagenwohnung. Doch, wir haben das nicht. Hier sind nochmal Wohnungen. Ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Holzfäller. Oh, da brauchen wir Möbel für. Die haben wir noch gar nicht. Das sieht jetzt nicht so doller dann aus, oder? Wir haben kein Holz. Wie kommen wir an Holz? Transporteur. Wasser, Militär. Weiß nicht, wofür das gut ist, was ich da jetzt gerade gebastelt habe, ne? Bäume fällen, da oben ist es. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt, glaube ich, ne? Wir haben nicht genug Arbeit, um alle unsere Arbeitsplätze zu besetzen. Dies kann schnell zu einem vollständigen Zusammenbruch unserer Stadt führen. Ihr müsst jetzt Arbeitsschwerpunkte setzen und dabei die höchsten Prioritäten dann gehen, was für unsere Stadt am wichtigsten ist. Ihr könnt auch alle Arbeitsplätze geben. Gehen. Vielleicht ist die Arbeitsbelastung in einigen gering und arbeiten können woanders eingesetzt werden. Okay. Das heißt, hier unten ist fertig geworden, oder? Oder auch nicht. Das ist jetzt schwierig. Was ist denn fertig geworden dann? Ich weiß nicht, was ich hier gebastelt habe. Ich glaube, das können wir mal abreißen, das bringt ja nichts. Das ist Lehm, aber ich sehe jetzt gerade keinen Holzstapel. Ach da, 40. Wir haben doch Holz. Ach so, vielleicht ist es jetzt gerade erst das Holz, weil, ne? Das frisch ist. Hier ist nichts Rotes mehr und hier ist auch nichts Rotes. Haltesteuerung links gedrückt und gleich um ein wenig. Ja, es ist genug Holz da, es geht also. Okay, das wird werden. Glaube ich. Schwierige Sache. Okay. Jetzt bauen die hier unten auf jeden Fall weiter, oder? Will ich hoffen. Hier auf jeden Fall und da. Da ist auch einer drin, oder? Working. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Ist dann nur die Frage, wie wir hier weiterkommen. Lehm haben wir auch noch nicht. Haben wir denn hier irgendwo Lehm? Das irgendwo sehen. Fruchtbare Fruchtbarkeit, Erzvorkommen 19%. Raum, okay. Hier haben wir Erz. Aber Erz brauchen wir noch nicht. Bräuchten Lehm. Was finden wir hier? Da ist nur Raum. Was ist das denn hier? Steine? Rock, 11 Stück, okay. Vielleicht können wir Lehm auch ganz einfach bauen, weil wir nur eine Lehmgrube oder sowas brauchen. Und das geht überall. Das kann natürlich auch sein, ne? Okay, die ist zwar da, die Lehmgrube, aber... Lager. Haben wir da Hilfsmittel? Haben wir da. Gucken, ob das was wird, weiß ich nicht. Ah, da gibt es kein Leben. Das ist schlecht.
Dann finde ich Lehm. Das hier rumnehmen. Naja. Ich denke mal, wir lassen das erstmal so. So, hier haben wir schon fertig. Ne? Jetzt können wir hier auch was konstruieren, nämlich Möbel. So, jetzt ein Zimmermann festgelegt, aber es ist keiner da. Produktion, ja. Holz brauchen wir für Stuhl bauen. Ja, müssen wir mal gucken, ne, ob das was wird. Der Schreiner, den habe ich jetzt hier auch drin oder was? Wahrscheinlich. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge.